Harry sagt Hallo und guten Morgen heute am 24. November 2021. Wir haben 7.28 Uhr Minuten und hier zeigt das Thermometer 18 Grad an. Willkommen zum aktuellen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas. In 3 Minuten haben wir den offiziellen Sonnenaufgang um 7.30 Uhr. Sonnenuntergang ist um 18.07 Uhr. Höchstwerte um die 25 Grad, Tiefstwerte heute Nacht 15 Grad. Luftfeuchtigkeit, ja, 75, das kommt einem etwas feuchter vor im Moment. Und hier ist schon richtig was los am Strand von Maspalomas. So, und mal sehen, wie das heute mit unserem Sonnenaufgang aussieht. So, vorher noch ein kleiner Rundblick hier. Schöne Farben am Himmel. So, und auch schon wieder unterwegs unser Strandmeister. Und was sehe ich hier? Eine hohe Abrisskante, also hoch in Anführungszeichen, aber es sind mindestens 50 cm auf diesem Stück hier. Es sind nur ungefähr 200-300 Meter. Also es soll nicht sein heute Morgen, jetzt wäre offizieller Sonnenaufgang. Guten Morgen, Harry. Dankeschön für den guten Morgen, wünsche ich euch auch. Und mit vielen Dank für die schönen Berichte von Gran Canaria jeden Tag. Wir schauen das jeden Tag an. Freut mich. Und mit wem spreche ich denn? Mit dem Walter. Und? Und der Lisi. Der Lisi, wo kommt ihr her? Aus Österreich. Aus Österreich. Vorarlberg. Das ist schön frisch im Moment, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und heute Morgen Sonnenaufgang klappt nicht ganz, ne? Aber das ist ja eine wahnsinnige. Ja, wir drehen uns mal. Ich gehe mal, damit wir auch ein bisschen was sehen hier. So, und ihr dreht euch auch mal ganz kurz noch. So, jetzt schaut mal, jetzt ist das richtig wunderbar. Das schaut gut aus, jawohl. Und ihr möchtet jemanden grüßen an dieser Stelle? Jemand grüßen? Ja, die Oma und den Opa. Das ist wichtig. Und unsere Tochter Melanie und der Stefan in Wien. Gut, genau. Die werden sich freuen. Super. Habt ihr schon gesagt, dass ihr verlängert habt? Natürlich, eine Woche, Lockdown. Eine Woche, Lockdown. Okay, wunderbar, freut mich. Tschüss nach Mellau. Alles klar. Tschüss, liebe Grüße nach Mellau. Und so, und passend zum Sonnenaufgang, das kleine Wolkenband hat uns hier wieder die Sicht versperrt. Aber nichtsdestotrotz, es auch schaut traumhaft aus. So, und was kann jetzt schöner sein? Das Wasser hat immer noch 21 Grad, also Unterschied jetzt zum nassen Sand sind es, ich schätze, 15, 21, 6 Grad, 5, 6 Grad Unterschied.
So, und das ist doch wieder ein Morgen. Das hat sich wieder gelohnt, das frühe Aufstehen. Und die schönen Wellen dazu, also. Ist das nicht schön? Und jetzt kommt da so eine Superwelle. Schaut euch das an. Wie im Bilderbuch. Und die Farben jetzt hier. So, an dieser Stelle kommen wir zum Tagesgeschehen. Am Freitag 16 Uhr, wer dabei sein möchte am Leuchtturm. Es haben sich schon einige angekündigt, die auch dann die Bilder vom Victor sehen wollen, die man kaufen kann. Die wunderschönen Motive auch mit dem Leuchtturm von Maspalomas. Ein wunderbares Geschenk oder eine Erinnerung an Gran Canaria. Dann morgen am Donnerstag die Tapasnacht oder ich sage Las Palmas bei Nacht, so hört sich das besser an. Es geht nicht in erster Linie ums Essen, sondern es geht um den Ausflug Las Palmas bei Nacht, die Beleuchtung, die Weihnachtsbeleuchtung, die Triana, die Altstadt Vegeta, und das könnt ihr alles miterleben. 17 Uhr geht's los und um 23 Uhr werden wir wieder zurück sein. Organisiert vom Reisebüro, vom Sparfuchs, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse zum Reservieren gebe ich euch mit bei. Das Ganze für 20 Euro. Ohne Parkplatzprobleme, ohne Stress, und man kann auch mal ein Glas Wein trinken. Ist das nicht ein Traum jetzt hier? Geh mal in die andere Richtung. So, aber am schönsten ist es immer noch jetzt hier, weil die Farben ganz einfach traumhaft sind. So, das sieht auch wieder ganz gut aus mit der Wolke davor.
Ja, ist das nicht schön. Ja, gestern hatte ich auch einen Nachmittag einen Termin, ein nettes Gespräch am Leuchtturm. Wir waren da verabredet. Da ging es um betreutes Wohnen, um eine Idee, um eine, ja, wie soll ich sagen, um ein Konzept, das man hier schon vor Jahren mal ins Leben rufen wollte. Das aber gar nicht so einfach ist. Und das Problem ist wie immer, die richtige Lage für sowas zu bekommen und dann eine Rieseninvestition. Also wenn jemand mal was Besonderes machen möchte, da gibt es schon noch einige Ideen auf Gran Canaria. So, ich werde mich jetzt ein bisschen auf die Socken machen, wie man so schön sagt. Denn ich habe noch ein bisschen Weg vor mir. So, heute mal wieder ein bisschen weiter, schon fast in Playa de Ingles. Naja, ist ein bisschen übertrieben. Wieder wunderbar zu laufen heute hier, ganz wenig Steine. So, und dann schwenken wir mal bis zum Rio Palas hinüber. So, und da ist es in seiner vollen Größe. Ja, einfach nur schön hier. Hat auch was, die Punta hier, hat man den anderen Blick, was man ja von Maspalomas aus nicht sieht. So, nun geht's auch wieder zurück.
So, und wieder zurück. Wenn mich nicht alles täuscht, zeigt das Thermometer auch nur 19 Grad an, jetzt um 8 Uhr und 30 Minuten. Na, die Sonne versteckt sich auch wieder ein bisschen, aber ist nur eine Frage der Zeit. Ja, und wirklich nur hier an dieser Stelle die Abrisskante. Also ich zeige es euch jetzt mal hier im Zoom. Also sind noch nicht mal, vorhin gesagt, 200 Meter, sind 100 Meter hier vorne. Und sonst auf der ganzen Strecke nichts. Wunderschöne Wellen wieder da. So, der kleine Anstieg ist gemeistert. Jetzt 20 Grad, 8 Uhr 34 Minuten. Hier vorne könnt ihr Kaffee trinken und alles hier genießen am Strand von Maspalomas. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann auch und sage bis später zur Realität. Wer möchte, dann eben zum Wetter morgen und wenn zwischendrin sich irgendwas ergibt. Heute werde ich in Richtung Maritim Playa fahren, nach Playa de Ingles. Und von dort oder unterwegs ein bisschen berichten. So, dann sage ich hasta luego.